Guten Morgen. Das Wetter heute ist ein bisschen, na, ich sag mal, noch bewölkt, aber es soll besser werden. Und weil gestern so beschissenes Wetter war, habe ich mal richtig fett Wikipedia-Wissen mir angeeignet. Und davon könnt ihr heute profitieren, weil ich leihe mir nachher ein E-Bike aus. Und dann fahre ich über die Insel und erzähle euch zu allem, wo ich was sehe, wo ich was weiß, was ich weiß. Ist das nicht geil? Ja. Das mache ich. Jetzt gehe ich aber erstmal joggen und dann duschen, frühstücken und ich sage, wir sehen uns dann gleich nochmal. Bis denn! Seht, die Sonne ist rausgekommen. Ich habe mir jetzt auch mein E-Bike geholt. Hier hinten ist der Akku. Ich erkläre euch das mal kurz. Aber ich glaube, dazu wechsle ich besser die Kameraperspektive, weil, Moment, so bringt das ja auch nichts. Hier haben wir einmal Akkuanzeige, die ist voll. Und hier an diesem kleinen Knöpfchen kann ich das E-Bike ein- und ausschalten. An diesen beiden Knöpfen kann ich einstellen, wie viel mich der Akku unterstützen soll. Und ja, nach dem ganzen Wind vom Samstag ist das, glaube ich, mal eine richtige Alternative. Also Jenny ist am Strand. Ich werde mir jetzt eine kleine Radtour reinziehen und euch ein bisschen was von der Insel erzählen. Aber jetzt lerne ich erstmal ein bisschen mit dem Bike umzugehen. So, E-Bike fahren ist gar nicht so schwer. Das gibt einem nur fürchterlichen Boost, wenn man losfährt. Ich habe das ganze Ding jetzt mal auf Sport stehen und ja, ist schon nett. So, und hier ist direkt die erste Station, wo ich euch ein paar Fun Facts erzählen möchte. Man sagt immer, bei E-Bikes schwitzt man nicht, aber irgendwie ist schon ganz schön warm. Ja, Fun Fact Nummer 1. Die Häuser sind hier pyramidenartig, also das Dach ist pyramidenartig und das hat den Grund, dass aus den Windrichtungen es egal ist, also von wo der Wind herkommt, der Druck auf dem Dach ist so immer möglichst gering. Geil, oder? Okay. Fun Fact Nummer 2, Texel ist nicht so alt, wie man meint. Das ist nämlich erst, ja, noch keine 1000 Jahre alt. Die Allerheiligenflut im Jahr 1170 hat ein großes Loch zwischen das Festland und Texel gerissen und dabei sind auch die Inseln, ich glaube, just und Borkum und so mit entstanden. Ja, nice. So viel dazu. Ich würde sagen, wir fahren direkt zur nächsten Station. Ich habe keine Ahnung, was ich sehen werde. Irgendwas erzähle ich euch. Also, los geht's. So, Freunde der Sonne, ich bin jetzt, oh, warte, ich muss das mal einmal, schon 5 Kilometer gefahren. Ich stelle das Ding jetzt mal auf Sport und vor mir liegt eine Strecke. Das sind knapp 5 Kilometer bis nach Den Horn und wir ziehen uns jetzt mal rein, wie krass denn so ein E-Bike beschleunigt. Oh, ich hoffe, ich lege mich nicht auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob ihr den Motor hört. Es geht auf jeden Fall gut los. Warte, ich muss mal einmal wechseln. Boah. Ich mal einen Gang höher schalten. So, mir ist die ganze Zeit keiner entgegengekommen, außer jetzt, wo ich hier Gas gebe. Aber ich hoffe, ihr verhört mich. Ziehen wir mal ein bisschen durch. Ich fahre jetzt Runde 25 km/h ohne Anstrengung und da stehen irgendwelche Leute wieder. So, vor mir ist ein Fahrrad. Ich drehe einmal in die Pedale und so, ja, bei 30 km/h. Schaltet so ein bisschen die Unterstützung ab, aber man kommt trotzdem ganz gut durch. E-Bike ist schon eine feine Sache. Das Einzige, was immer stört, sind andere Leute irgendwie. Weil die ständig im Weg sind oder man ist einfach viel zu schnell im Prinzip. Ja, ich fahre jetzt nach den Burg und dann gibt es weitere geile Informationen aus Wikipedia. Guck mal, wie ich schwitze wie ein Schwein. Oh. Ja, bis gleich. So, ich bin jetzt hier in den Burg. Das ist die Hauptstadt von Texel und da bietet sich ja an, mal über die Einwohner von Texel zu sprechen und zwar hat Texel insgesamt 13.000 Einwohner, so Pi mal Daumen, und die Hälfte aller Einwohner wohnt hier in den Burg oder in der Nähe von den Burg. Und
da die Insel nur um die 20 Kilometer breit ist, nee, 20 Kilometer lang und 9 Kilometer breit, hat eigentlich niemand einen längeren Arbeitsweg als 10 Kilometer. Geil, oder? Ja, und nächste Station, ich versuche mal nach den Hoog, dem höchsten Berg auf Texel zu fahren und da seid ihr mal gespannt. Ich bin hier mitten zwischen den Burg und der Hoog, dem höchsten Berg Texels, wie gesagt. Und was ihr da vorne seht, das ist eine Schaffarm. Und die Schaffarms, die haben ein besonderes Feature, das zeige ich euch gleich, wenn wir dran vorbeifahren. Aber vorher noch was kurz zur Fauna. Ne? Tiere sind Fauna. Ja, das größte Landsäugetier auf Texel ist der Feldhase. Geil, oder? Also mal abgesehen von den ganzen scharfen Kühen und was hier sonst noch rumläuft, ist wirklich der Feldhase das größte Säugetier hier, neben dem Menschen und so. Okay. So, und jetzt zeige ich euch, was das geile Feature an der Scheune ist. Ich habe übrigens jetzt Rückenwind und das ist auch der Grund, warum die Scheune so steht, wie sie steht. Hui. Muss man Angst haben, dass man nicht überfahren wird hier auf dem Radweg. Das geile Feature ist, die ganzen Schafe sind das ganze Jahr über draußen und jetzt seht ihr es, das ist wie eine abgeschnittene Scheune und das ist genau der Windschutz für die Schafe. Geil, oder? Also es ist genau, das Dach zeigt genau in Windrichtung, sodass hinten hinter immer schön windstill ist und die Schafe sich da so ein bisschen vergnügen können. Und jetzt seht ihr noch ein paar geile Szenen von unterwegs. Ja, genau. Hier ist übrigens ein Schildchen, was ich nicht verstehe. Okay. So, Freunde des guten Geschmacks, ich bin hier direkt vor Texels Bierbrauerei. Und wenn ihr wüsstet, wie es hier riecht, boah, wie in so einer Kneipe. Ach, guck mal hier, ein Kessel. Alles da, alles, was das Brauerherz höher schlagen lässt. Ah, kommt das gute Zeug raus. Das heißt, das Bier schmeckt scheiße. Aber das ist egal. Also ich bin jetzt weiter auf der Suche zum Haugeberg. Ich glaube, da muss ich weiter in den Norden fahren. Bis jetzt bin ich runde 20 Kilometer gefahren. Das geht eigentlich sogar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man so eine lange Strecke geradeaus ist, dann macht man einfach den, wie heißt das? Power-Modus, ja, den Power-Modus an und dann fährt man locker 30 km/h. Ist egal, ob du da Gegenwind hast oder nicht. Das ist schon eine feine Sache. Und schwitzen tut man trotzdem, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, also ein bisschen was tun muss man dann auch noch. Ja, soweit so gut. Ich suche den Berg und wenn ich ihn habe, dann sehen wir uns wieder. Ah! Texel war ja eine Insel und zwar, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bis 1629 und 30. Erst dann begingen die Aufschüttung der Dämme durch Anpflanzung von Dünenhafer oder wie auch immer es heißt. Und davor bestand Texel quasi nur aus dem Hogeberg und Prielen. Also solchen Flüssen. Priele sind im Prinzip Unterwasserflüsse, die treten vor bei Ebbe. Da gehen auch die meisten Leute drin unter in Prielen. Und ja, hier ist ein Fluss, aber den Hogeberg, den habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe aber mittlerweile herausgefunden, dass das Ding weiter im Norden ist und da begebe ich mich auch gerade hin. Jetzt mittlerweile habe ich schon 30 Kilometer auf dem Tacho. Mit dem E-Bike kommt man zwar schnell durch, aber der Arsch tut mindestens genauso weh wie auf einem normalen Fahrrad.
Und das ist so ein kleines Problem. Ey, guck mal, wie chillig das hier ist. Das hier ist eine Straße. Keiner. Drehen wir uns mal um. Keiner. Vielleicht seht ihr da hinten, da kommen zwei Fahrräder. Da hinten war eben mein Trecker. Der hat ein bisschen Scheiße auf die Felder gekippt. Ansonsten ist hier nichts. Jetzt gibt es noch einen geilen Funfact. Texel. Nee, anders. Auf Texel darf man mit dem Auto fahren. Also nicht auf jeder ostfriesischen Insel oder Insel in der Nordsee darf man mit dem Auto fahren. Und hier darf man beides. Mit dem Auto und mit dem Fahrrad. Oh, guck mal. Moment. Doch, seht ihr, ne? Da hinten. Eine Windmühle. Das ist, glaube ich, in Ost. Ja, Ost bin ich jetzt ungefähr. Und ja. Ach so, ja, der Fun Fact ist, die Straßen sind hier genauso gut ausgebaut wie die Radwege, weil wenn der Radweg aufhört, ist es die Straße und die ist dann genauso viel befahren wie die hier jetzt. Eigentlich ziemlich geil. Also ich bin gerade mitten auf der Insel, mitten im Nirgendwo und begebe mich jetzt weiter auf der Suche nach dem Hogeberg. So, Freunde des guten Geschmacks, jetzt gibt es einmal Natur pur. Und zwar gehen wir jetzt in das Luft da rein. Ich habe mein E-Bike mal kurz abgestellt, weil sich hier doch ein kleiner Trip lohnt. Und zwar, seht ihr da hinten, das Luft da ist eigentlich ein Fehlschlag von einer Einpolderung. Das heißt, hier wurde versucht, einen Damm zu bauen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. So, und man sieht das da hinten ganz gut. Da ist der Durchbruch und so, und das ganze Gebiet hier kann nach schweren Sturmfluten komplett unter Wasser stehen. Und das ist ziemlich jahreszeitenabhängig. Und wenn Herbst und Winter hereinbricht, dann ist das hier das perfekte Paradies für Zugvögel. Die machen hier kurz Rast und siedeln sich an. Und hier im nördlichen Teil kann man selber versuchen, sich hier seinen Weg durchzubahnen. Kannst du auch lassen. Aber wir gucken jetzt mal ein paar Meter hier rein und machen einen kleinen Spaziergang. Ich habe gerade gesehen, da hinten, da ist der Leuchtturm, wo wir am Donnerstag waren oder so. Und hier kann man echt gechillt hergehen. Ich meine, zieht euch das rein. Jetzt gibt es erstmal ein paar geile Nature-Aufnahmen und dann sehen wir uns gleich wieder am E-Bike. So, liebe Leute, ich glaube, ich fahre jetzt wieder zum Hotel zurück. Ich habe jetzt knapp 40 Kilometer gemacht. Reicht eigentlich. Und ja, die Sonnencreme lässt so langsam nach und ich merke das schon, dass mir die Fresse brennt. Also würde ich sagen, wenn ihr noch mehr wissen wollt von Texel, dann findet ihr das garantiert auf Wikipedia, weil da habe ich mein Halbwissen auch her. Und in diesem Sinne würde ich sagen, morgen geht's ab, wieder Richtung Germany und dann war's das mit dem Urlaubsvlog.
denke ich, weil morgen ist dann nur noch nach Hause fahren, uninteressant. Und Videos schneiden, alles aus der Dropbox rausfischen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und sag bis demnächst. Hau da rein. Ciao.